So, guten Morgen zu Tag 2, Leute. Was geht ab? Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Natürlich werde ich auch den Tag 2 Vlog auch gleich cutten und hochladen. Aber ja, jetzt genießen wir hier erstmal die Sonne, gehen noch was essen und dann mal schauen. So, ich glaube, erste Act, wo wir gehen werden, ist Billa Joe. Heute auf jeden Fall geisteskranker Tag mit Travis Scott, Yeet, Destroy Lonely. Also echt geile Namen mit dabei. Guten Morgen, Anthony. Morgen. Guten Morgen, Boys. Gut geschlafen oder was? So habe ich hier euch den ganzen Vlog noch gestern gecuttet bis 4 Uhr in die Nacht. Ja, nice, so wache ich doch gerne auf. Erstmal hier einen Strafzettel bekommen, 25 Euro. Hey du Keck, du hast auch einen Strafzettel. Bro, hast du eigentlich Hunger? Boah, behindert, Bro. Wir haben jetzt 12 Uhr, oder? Wir haben, glaube ich, 12 Uhr. Ich bin mir nicht mal sicher. Aber wir haben mies Hunger. Wir haben bis jetzt nichts gegessen. So, Pizza ist gekommen, sieht auf jeden Fall geistkrank aus. Hast du Hunger mitgebracht? Umbringen, umbringen. Gebt euch mal, wie groß die Pizza ist, Alter. Halber Tisch einfach. Guten Appetit, Männer. Aguata. Aguata. So, Leute, Dreischicht, ihr wisst Bescheid. Überall einfach befolgen. Alte Burbe, Dreischicht. Ey, was machst du, Penner, da? Bowie. Zu wem gehört die Hose dann? Die ist gerade von hier drüben hergekommen. Chillig, Digga. Nice. Bro, wer bist du? Rasta, Digga, wir werden hier komplett zerfetzt. Kontrollieren hier komplett ernst auf Drogen. Und wieder da. So, jetzt ist Ian Dior. Richtig underrateder Rapper. Der macht echt geile Musik. I always in the mood, fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, I'm tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Ey Kollege, ziehst du in den Krieg oder was machst du jetzt? So, wir warten jetzt hier auf Destroy Lonely. Wir sind mies hype. Ist gleich behindert gegangen bei Low. Digga, es wird jetzt gleich geistkrank gegangen. Also Destroy Lonely, da freuen wir uns mies drauf. Ich seh schon wieder, yeah. Richtig durchgedreht, gell? Was sagst du, Stray Lonely? Lonely, die Crowd war cool. Okay, da war ich noch unbekannt. Ja, Loki unbekannt noch hier, aber es war sehr, sehr nice. Ich würde so, aufgrund dessen, dass meine nicht so krass kennen und so, würde ich so eine 6,57 von 10 geben. Ja, würde ich auch. Was sagst du? Ich fand es sehr geil, es war mein erstes richtiges Konzert. So, hier habe ich noch mal einen getroffen, der meine Vlogs unnormal feiert. Bruder, hey, was geht? Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ehrlich, ich bin jedem Einzelnen dankbar von euch. Wirklich. Der hat's deftig nötig. Oh geil, du bist eine geile Sau. Migros immer zu empfehlen auf dem Frauenfeld. Ich habe mir eine Cola geholt, ein paar Karötchen. Die Jungs haben sich ein Chicken Sandwich geholt. Und immer eine Empfehlung. 3,50 und diese Migros und diese Frauenfeld-Filme. Schaut mies ass 6 aus. von 10.
Aber ja, wenn man nicht anders kann, muss man halt auch sowas nehmen. Ist also. Bro, gönn dir, wie schmeckt's? Alter, echt nicht geil. Aber 1 Euro Cola in der Schweiz, oder? Boah, ein Topspin muss, Mann. Ein Topspin muss. Goal. Schaut, eine Weisheit jetzt von mir, ganz wichtig, auf jedem Festival möglich. Seht ja die ganze Menschenmenge hier, es staut sich manchmal, man kann nicht schnell genug laufen. Einfach rechts davon, schau mal, hier ist einfach keiner. Man kann doch genauso hier laufen. Peace. Okay, Bro, hier einen clean Fade zu schneiden, einfach vor der Stage, ist krass. Rosetta, Alter, auf wen freust du dich am meisten, Mann? Sag mal. Auf Travis! Ich bin vom Dunstigabe! Also eine Freundin von mir hat gerade einfach Travis gesehen. Digga, der lief hier einfach straight durchs Festivalgelände. Ohne Sinn. Drei Bodyguards daneben. Schau. Sie airdrops mir. Jetzt seht ihr's. Digga, was war das? Ich schwöre, ich habe KIZ noch nie gehört. Jetzt weiß ich warum. Ist ja gar nicht meine Musik. Null. So, ich habe jetzt nochmal Jungs getroffen. Hier auf jeden Fall schon mal der Krasse mit dem gleichen Team wie ich. Auf welches Act freut ihr euch am meisten? Ja, Bruder, sag ehrlich. Ja. Jetzt Travis. Ja. Und dann Metro Boomin, ganz krass. Die ja, haben jetzt gewechselt. Ja. Jed wird krank, Bro. Und bei mir natürlich Travis und Joey Badass noch fresh. Joey Badass. Ja. Krass, Bro. Safe, safe. Die Jungs haben verstanden, wie es geht. Hier ein Abo. Hier ein Abo. Hier ein Abo. Ja, ein Abo. So schaut's aus. Danke, Jungs. So, draußen läuft kein Z. Ich dachte mir, bevor ich bei Yeet oder Travis Scott aufs Klo muss, gehe ich lieber jetzt. Aber ich bin ja hier eigentlich VIP-Toilette. Aber Alter. Digga. Klar, Dreischicht, aber Bro, das sind maximal 1,5 Quadratmeter. So was geht eigentlich ab. Jo, nice. Hey Leute, schaut mal, wen ich hier bei mir habe. Was geht ab, was geht ab? Bruder, wie fandest du es? Wie fandest du deine Ex ja. Rap City war sehr geile Crowd, geil. geile Stimmung. War geisteskrank. Ja, ich kann leider nicht kommen. Wir kommen von Konstanz. Ja, musst du dir Videos machen. Ja, Bro, safe. Meine Kollegen waren da. Geil. Geil, Bro, ich schwör's dir. Geisteskrank, Bro. Geil. Ehrlich, wir feiern dich auch behindert. So, jetzt habe ich noch Vogue hier neben mir, geistkranker Produzent. Was geht, Leute? Wie findest du das Open-Air-Festival im Allgemeinen so? Richtig gut. Richtig geil, gell? Geile Orga, ja. Die Leute sind gut drauf und Fülle hat heute auch abgerissen. Safe. Richtig geil. Geile Arbeit von euch, ehrlich. Schön. Let's go, the gang, baby! Yeah. Leute, seid ihr ready? Wir sind ready! Ich bin so ready. PennyX. Gebt euch mal den. Schau mal, wie eingeengt. Bruder, er verpasst ganze Show einfach. Hier ist so ein krasses Gedränge, gell? Jeder drückt. Schau, ich zeig euch gleich. Die machen hier Moshpits auf, obwohl hier der Zaun ist. I'm never gonna be my own man.
was darf ich hier gerade sehen? Bro, was sehen wir hier gerade? Genau, Kampfesprung. Ehrlich. Hey Leute, ich werde von Yeet jetzt ein bisschen mehr aufnehmen. Falls ihr keinen Bock mehr habt, skippt das Ganze einfach. Geile Songs waren eh schon, aber der Vibe passt einfach. Er ist so 5 Meter von mir entfernt. Geisteskrank, Mann, was passiert, ehrlich. Gerade jeder eine Zugabe und die werden wir auch kriegen. Ach du Scheiße! Yeah, yeah, yeah. Bro, was sagst du? 1 von 10? 10 von 10. Oh, Yeet ist einfach geistkrank. Ich hab's gesagt. Jetzt kommt Central C. Ich habe ihn nicht geskippt, dass ich ein paar Aufnahmen für euch habe. Leider von ein bisschen weiter weg. Aber danach werde ich auf jeden Fall wieder zu den Jungs gehen und versuchen, bei Travis natürlich ganz weit vorne zu sein, die besten Aufnahmen zu bekommen. Also wirklich nichts gegen die Musik von Central C, aber die Musik ist geil, safe, ich gebe die mir auch so privat, aber live war es eine Katastrophe, also ich weiß nicht, ob er hier ankommt oder nicht, aber es war echt scheiße, keine Ahnung, ich habe jetzt auch aufgehört zu filmen, wart lieber hier auf Travis. Jetzt Travis, let's go, JSB macht Warm-up, schauen wir mal, scheiße Warm-up, direkt rein. Yeah.
kurz vor, dass ich gar nicht mehr bock. Es ist so eng. Jeder drückt, jeder hat irgendwas Besseres im Kopf. Es macht so keinen Sinn. Es ist eine Qual. Schaut mal. Digga. Die Leute, die kommen hier raus wie Leichen, Alter. Digga, einfach vier Paar Schuhe. Ich schwöre, Schlachtfeld, einfach. Schaut euch die Patienten an. Front Row, also demoliert. Front Row. Oh mein Gott. Katastrophal schlechteste Show, die ich je von Travis gesehen habe. Digga, die war echt trash. Zu wenig Rage. Ja? Bitch, bad emoji. Guck in der Doppel der Uzi. Hey, Metro ist einfach Legende. Es ist der krasseste Producer, den es gibt. Nur Hits, nur Hits. Molly Percocet, Molly Percocet, Percocet, not a represent. Chase a chick, never chase a bitch. Two cups, mask off, fucking mask off, mask off, fucking mask off. Erfrierung jetzt, Pulli anziehen. Pulli. Ganz wichtig, also Pulli ist so wichtig. Abends ist es immer so mies kalt, wir haben jetzt zwei. Also nehmt euch echt immer einen Pulli mit. So, ich würde sagen, der ganze Abend, der ganze Tag war ein Erfolg. Das Trail Lonely, dann Travis Scott natürlich, Yeet und jetzt noch Metro Boom zum Schluss. Ist schon sehr hart. Geht aufs Frauenfeld. Also wenn ihr die Chance habt, nächstes Jahr geht aufs Frauenfeld. Das ist einfach geistkrank. Dieses Gefühl zu haben, ist einfach cool. Ja, ich wollte doch nur Toast machen. Was geht ab? Guten Morgen, David. Digga, chillig. Gleich prüfen. Chillig. Wir haben 3 Uhr nachts.